Ich bin Claudius Körber und spiele Kaspar in Kaspar unter der Regie von Matthias Spahn. Ja, dass man wieder sagt, der Tisch steht. In Kaspar geht es um Kaspar und der steht im Licht und entdeckt die Welt neu, unter anderem das aber dann sehr intensiv durch Sprache. Ein Stuhl ist ein Wort, das du auf dem Besen anwendest, sodass du einen wirklichen Besen und einen wirklichen Stuhl an der Stelle des Stuhles hast. Setzen! Ja, Pferd, du sitzt still! Und die entsprechenden Einsager, die diese Sprache versuchen, in neue Ordnung zu bringen, oder in eine Ordnung, die einem System entsprechen soll. Das ist ganz kurz zusammengefasst, worum es in Kaspar geht. Man wird, obwohl es eine unglaubliche, ein theoretischer Strukturwahnsinn ist, sprachliche hohe Kunst ist, dadurch eine Poesie in sich birgt, trotzdem glaube und hoffe ich, emotional auch mitgenommen. Da arbeiten wir zumindest dran. Schrank ohne Schubert, Worte ohne Tisch, weder Worte noch Dinge, weder Dinge noch Schubert, weder Schubert noch Worte, weder Worte noch Tisch. Das merken und nicht vergessen. Das Besondere an der Inszenierung und an dem Stück ist immer das, was man nicht verraten sollte. Aber ich verrate so viel, dass manchmal nach einem Ende ein neuer beginnt.